Hallo und herzlich willkommen, liebe Waage. Schön, dass du eingeschaltet hast hier zurück auf meinem Kanal. Mein Name ist Janina und wir schauen heute gemeinsam in die Energien und Potenziale deiner kommenden 7 Tage. Ja, und da stehen wir wieder. Um welche Woche geht es? Das ist die Woche vom 14., weiß ich, bis zum, liebe Leute, es müsste der 20. sein. 14. bis 20. Oktober. Ich schaue aber trotzdem vorsichtshalber nochmal hin. Ja, genau, die Woche ist es. Ich schreibe es euch ja ohnehin in die Überschrift mit rein. Aber zum Sagen ist es natürlich immer ganz schön. Wir gehen erstmal rein in die Orakelenergien. Ich werde heute mit Hilfe von Orakel, Tarot und Lenormand-Karten und den astrologischen Würfeln die Möglichkeiten, die Chancen deiner kommenden Woche befragen. Alle meine Kartendecks verlinke ich dir unterhalb des Videos, also schau da gerne nach. Ich würde mich natürlich auch freuen, wenn du mir nach dem Video, nach dem Schauen des Videos einen Kommentar hinterlässt. Einfach schauen, ne, was das Video mit dir macht, ob du damit jetzt schon in Resonanz gehen kannst. Ich liebe es immer, von euch zu hören und zu lesen und ein bisschen in dieser Art mit euch in Kontakt zu treten. Also von daher, mach es dir schön, hol dir was Leckeres zu essen und zu trinken. Wenn du die Waage im Sonnen-, Mond-, Aszendenten oder Venuszeichen hast, bist du hier genau richtig. Aber auch all diejenigen, die für ein Gegenüber schauen, heiße ich hiermit herzlich willkommen. Es geht los mit dem Einhorn-Orakel, die Magie der Einhörner von Diana Cooper. Da möchte ich euch ein Einhorn mit an die Hand geben und da ist es schon. Vielen Dank, liebe Karten, liebes Orakel. Das ist das Einhorn Nummer 7, was gefallen ist. Lege ich hier erstmal so hin. Außerdem das Mondorakel Moonology von Jasmin Boland. Und da möchte ich gerne einmal auch eine Karte, eine Energie zu wissen, worauf sich meine liebe Waagegeborene hier einstellen können. Okay, die Karte hat sich zuerst gezeigt, die soll es sein. Die lag in meinen Händen. Und dann eine letzte Energie aus den Orakelkarten zumindest. The Chinese Five Elements Oracle von Vicky Iskandar. Ein chinesisches Sternzeichen, welches ich dir mit auf den Weg geben kann für die kommenden 7 Tage. Ein chinesisches Sternzeichen, bitte schön. Vielen Dank, da ist es. Der Feuerhase ist es geworden. Jahrgang 87 fällt mir da gerade ganz spontan zu ein. So, Moment. Flups und... So, dass das auch alles passt. Wir fangen aber an mit den Würfeln. Wenn es um die Deutung geht, welche Würfel, welche Energien, welche Themen dürfen wir uns genauer ansehen. Das 11. Haus und Sternzeichen Zwilling. Ne? Zwilling ebenfalls Luftelement, also für euch vertraut und bekannt. Das 11. Haus, da geht es um unsere Freundschaften, um einzelne Gruppen und die Ziele, die wir verfolgen. Dazu das Sternzeichen Zwilling, welches das Sternzeichen der Kommunikation geht. Der Zwilling ist verbunden mit dem Planeten Merkur und es ist der Planet der Kommunikation, des Intellektes und der Vernunft. Der Zwilling selber steht aber vor allem auch für die Vielseitigkeit und seine Neugierde. Das heißt, du darfst hier bezogen auf deine Beziehung, auf deine Freundschaften, die du im Leben pflegst, aufgeschlossen und aufmerksam sein die kommenden 7 Tage. Ne, also da vielleicht, Moment, das 11. Haus hatten wir. Da einfach mal so ein bisschen schauen, ob sich hier entweder neue Freundschaften ergeben oder ob du deine Freundschaften in einem neuen Licht betrachten kannst. Wir gehen von links nach rechts in die Deutung und fangen an mit den Zahlen. Wir haben die Nummer 7 und die Nummer 4. Die 7 steht für den Wagen, dieser steht für die Fokussierung im Leben, für die Aktivität, für die Bewegung. Die Nummer 4 ist die Zahl des Herrschers im Tarot in der großen Arkana. Und der Herrscher, Hinweis auf das Sternzeichen Widder, ist jemand, der die Kontrolle übernimmt. Jemand, der sagt, ich mache jetzt, so mache ich es. Muss ich direkt irgendwie an ein Lied von einem Hip-Hop-Künstler denken. Aber egal, das soll jetzt hier nicht Thema sein. Aber so dieses, so mache ich es, ne? diese Aussage, ich weiß, was zu tun ist. Ne? Das ist hier so ein bisschen unter anderem ein Motto, an das du dich halten darfst die kommenden 7 Tage. Ne? Also hier, komm raus aus dem Stillstand, komm rein in die Bewegung. Lass Bewegung und lass Aktivität zu. Werde aktiv, wenn du Aktivität in deinem Leben wünschst. Höre auf dein Herz, wecke außersinnliche Fähigkeiten, stimme dich auf das Unendliche ein. Das ist hier die Botschaft deines Einhorns und das Einhorn möchte dir damit sagen, höre auf dein Bauchgefühl. Wo hast du ein gutes Bauchgefühl? Wo fühlt sich etwas gut? Wo fühlt sich etwas vielleicht nicht so gut an? Beobachte es, ignoriere es bloß nicht. Deine Hingabe wird getestet.
zunehmender Halbmond. Also hier wird etwas zunehmend, ein Gefühl nimmt zu. Ne, das passt wieder hier. Bauchgefühl, höre auf dein Bauchgefühl. Was nimmt zu? Wo darfst du näher hinschauen? Wo darfst du dich im wahrsten Sinne des Wortes hingeben, voll zulassen, etwas voll in dein Leben lassen. Deine Hingabe wird getestet. Wie sehr willst du etwas? Wie sehr kannst du aber auch einem Gefühl standhalten? Wie sehr kannst du, das kriege ich für einige rein, ein Gefühl aushalten? Es kann also sein, dass du von einem bestimmten Gefühl getriggert wirst nächste Woche. Und es geht darum, es auszuhalten, dran zu bleiben, deine Hingabe. Wie weit bist du bereit zu gehen? Der Feuerhase, welcome the Muse, ne? Also heiße die Muse willkommen. Du bist die Muse, du bist die Inspiration für andere. Der Hase als solches ist vergleichbar mit dem westlichen Sternzeichen Fisch. Ne? Bei dem Hasen geht es auch viel um Intuition, viel um Gefühl, aber auch um Einfallsreichtum. Der Hase wird ähnlich wie der Fisch gerne unterschätzt und genau das ist ganz wichtig. Unterschätze dich und deine Fähigkeiten, unterschätze dich und deine übersinnlichen Gaben nicht. Das, was du in die Wiege gelegt bekommen hast, ist ein Geschenk. Nutze es. Wir gehen rein mit den einzelnen Tagesenergien von Montag bis Sonntag. Wir nehmen dafür das Highly Sensitive Tarot von Mila Charles. Und schauen mal, was ich hier zeigen möchte. 7 Karten, 7 Energien und da kriege ich schon ein Signal rein. Montag, das Gericht. Dienstag, die 3 der Münzen. Mittwoch, das Ass der Münzen. Donnerstag, 4 der Stäbe. Freitag, 5 der Kelche. Samstag, 8 der Münzen. Hoppala. Sonntag, the Empress, die Herrscherin und unterm Deck zeigt sich hier als Ratschlag der Woche der König der Schwerter. Der König der Schwerter rät dir, bleibe dir treu, bleibe deiner Wahrheit treu, bleibe deinen Gedanken, deinen Idealen treu, lass dich nicht verbiegen. Ne, also der Ritter der Schwerter ist jemand, der sehr ehrlich, sehr direkt, sehr geradeaus kommuniziert. Der nimmt kein Blatt vor den Mund und genau darum geht es hier auch bei dir. Ne, denn du bist hier die Muse, du bist hier die Inspiration. Denk daran, wir sind ja auch gerade noch mitten in der Waagesaison, vielleicht hast du es noch nicht geschaut. Ich habe eine Jahreslegung für das Sternzeichen Waage hochgeladen, Ende September, damit du dir das fürs neue Lebensjahr anschauen darfst. Wenn du es noch nicht kennst, klick dich gerne rein, ich würde mich sehr freuen. Okay, wir machen weiter und klären die Orakel, die Tarotbotschaften jetzt mit dem Lenormand. Und dafür nehme ich das Sweet Blossom Lenormand. Montag bis Sonntag. Du startest mit dem Gericht und beendest mit der Herrscherin. Man könnte auch sagen, du fühlst dich wie neu geboren. Und zum Ende fühlst du dich reifer, stärker, ausgewachsener und weiblicher im positiven Sinne denn je. Also, da geht die erste Karte raus, da haben wir den Sarg. Der Sarg zum Gericht, ja, das ist hier ein Ende, ein Abschied. Der Sarg stellt einen Wandel dar, das Gericht, die Wiederauferstehung, das Verständnis des Vergangenen. Du verstehst alles, was geschehen ist, du kannst vergeben, du kannst loslassen. Nach dem Gericht kommt die Welt und die Welt steht dafür, einen neuen Abschnitt willkommen zu heißen und etwas Altes hinter dir zu lassen. Der Sarg ist der Wandel und der Wandel bringt dir die Wiederaufstehung. Also hier könnte es auch sein, dass hier etwas wiederkommt, eine Begegnung, jemand aus der Vergangenheit könnte wiederkommen, aber neuer, aktualisierter und reifer denn je. Also das ist hier nicht irgendeine olle Kamelle, die wieder auf der Bildschirmfläche erscheint, das muss auch kein alter Liebhaber sein. Nein, ich habe eher das Gefühl, du selber kommst wieder zu deinen Wurzeln zurück. Es kann sein, dass du früher immer super gerne joggen gegangen bist. Das hast du aber die letzten Jahre nicht gemacht, weil keine Zeit. Wir kennen es alle. Und auf einmal merkst du, das ist aber das, was mich immer stärkt. Das macht meine Haut schön. Das macht meinen Körper schön. Ich fühle mich damit einfach vollständig. Und da kommt mit dem Sarg dann der Wandel, der persönliche Wandel. Dienstag, 2. Tag der Woche, sind die 3 der Münzen. Da geht es um eine Zusammenarbeit, um Wachstum im Weltlichen. Und die 3 der Münzen, das sind die Energien, wo man wirklich sagt, hier gibt es ein Team, was sich bildet, aber auch eine sich auszahlende Kooperation.
Ne? Also irgendwas scheint hier sehr, sehr gut zu funktionieren. Da haben wir den Turm. Der Turm kann auch für eine Behörde stehen. Also wenn du hier eine behördliche Angelegenheit in dieser Woche hast, kann sich auch immer mal verschieben von den Tagen her. Dann hast du hier gutes Gelingen, also gute Aussichten für Behördengänge, gute Aussichten für ein herausragendes Ergebnis, weil der Turm steht auch für das Herausragende. Und es ist eine herausragende Zusammenarbeit, die sich hier entweder Anfang der Woche oder allgemein in der Woche zeigen möchte. Das Ass der Münzen am Mittwoch. Das Ass der Münzen, Asse sind Chancen. Hier könntest du eine Chance auf etwas Neues haben, auf einen neuen Job, auf eine neue Wohnung, aber auch vielleicht auf eine neue Beziehung. Etwas Neues, was sich festigt und stabilisiert, möchte sich hier anzeigen. Zeigen tut sich das Ganze im Weltlichen mit den Lilien. Könnte deine Familie betreffen, aber auch eine Verbindung, zu der du dich sehr hingezogen fühlst. Ein Mensch, zu dem du dich sehr hingezogen fühlst. Die Lilien, starke Anziehungskraft, gegen die wir uns kaum wehren können. Und diese Anziehungskraft, die manifestiert sich so weit, dass sich wirklich im Weltlichen hier etwas bietet. Vielleicht triffst du auf diesen Menschen, an den du die ganzen letzten Wochen gedacht hast. Oder jemand aus deiner Familie ruft dich an, um einen Konflikt, der schon lange besteht, zu klären. Also hier darf hier eine Chance auf Klärung, auf Stabilisierung und bei einigen kriege ich auch Wiedervereinigung rein. Vier der Stäbe am Donnerstag. Die vier der Stäbe. Die vier ist die Zahl der Sicherheit, also ein solides Fundament, könnte man sagen. Und die Stäbe, da geht es um die Leidenschaft. Bei den vier der Stäben geht es auch um das Miteinander, eine Feierlichkeit. Vielleicht gibt es hier etwas zu feiern. Vielleicht hast du Geburtstag am Donnerstag. Wäre dann 14, 15, 16 der 17. Oktober. Also wer weiß, vielleicht spielt der 17. Oktober irgendwie eine Rolle, vielleicht gibt es da auch ein Event, aber du kannst dich sehr gut präsentieren an dem Tag. Du bist sehr, sehr selbstsicher. Ne? Vier steht für Sicherheit, die Stäbe für dich selbst, für deine Leidenschaft, für die Impulse aus dir heraus. Und bei den vier der Stäben bekomme ich hier wirklich ein sehr selbstsicheres, sehr starkes Auftreten. Dazu haben wir die Fische. Bei den Fischen geht es um gutes finanzielles Gelingen, aber auch um Gefühle, die fließen können. Ne? Also vielleicht schließt du hier ein Geschäft ab oder schließt einen Vertrag ab. Hier eine Kooperation, die sich ja Anfang der Woche schon angekündigt hat. Es geht aber auch darum, hier wirklich selbstsicher ins Handeln zu kommen, weil der Herrscher hatten wir als Wochenenergie. Der Herrscher ist jemand, der nimmt die Dinge eigenständig in die Hand. Also der lässt sich nichts in den Schoß werfen. Das ist jemand, der sagt, ich mache, ne, so mache ich es. Ich sage ja, ich habe das Gefühl, das wird so die Überschrift, so mache ich es. Das ist irgendwie so, ja, es kriege ich die ganze Zeit rein bei dieser Legung. Ich weiß nicht warum, vielleicht weiß ich es aber auch doch, deswegen gebe ich es dir einfach mal mit. So mache ich es. Also gutes finanzielles Gelingen hier auch zum Mitte, Ende der Woche. Und ja, eine Begegnung, ein Auftreten, auch ein Zusammensein, was hier mit viel Harmonie und Sicherheit versehen wird. Dann am Freitag haben wir die 5 der Kelche. Bei den 5 der Kelchen, da geht es, bei den 5 ist ja eher mal so ein bisschen niedrig schwingend, bei den 5 der Kelchen geht es um das Zurückdenken an verpasste Chancen, an verpasste Beziehungen. Die Blumen, ne, die Blumen, das könnte sein, dass hier eine Einladung, ein Zeichen, eine Nachricht auf dich zukommt, die dich an eine verpasste Chance erinnert. Die verpasste Chance kann sein auf Herzebene, ne, eine Beziehung, die in die Brüche gegangen ist, eine Freundschaft, aber auch eine geschäftliche Beziehung. Also irgendein in einem Zusammenhang, wo man meint, okay, da gab es schon mal eine Chance und hier könnte sich wieder was Neues anbahnen. Also mit dem Blumenstrauß, das ist eine Einladung, ne, und ist aber auch die Anerkennung. Also hier kriegst du nochmal einen Ball zugeworfen, den du vielleicht schon längst, ich sag jetzt mal, hinter dir gelassen hast oder wo du dachtest, den fängst du sowieso nicht. Am Samstag, 8 der Münzen. Bei den 8 der Münzen geht es auch hier, ne, 8 ist immer eine sehr schnelle Energie, da geht es um die Fortschrittlichkeit. Und hier wirst du gesehen mit deinen Taten. Also das könnte hier wirklich das Pendant zu dem Feuerhasen sein. Der sagt hier, heiße die Muse willkommen. Ne, du bist Inspiration für andere, trete hervor. Und hier geht es auch darum, dich zu aktivieren, dich in deinen Gaben, in deinem Sein zu aktivieren und als Vorbild zu dienen. Klingt irgendwie falsch, aber ich hoffe, ihr wisst, wie ich das meine. Dazu zeigt sich der Mond. Ja, ich sage ja, das ist irgendwie Thema Anerkennung, weil auch der Mond steht im beruflichen Kontext für die Anerkennung. Also vielleicht bekommen einige von euch hier die
gewünschte Bestätigung, den gewünschten Aufstieg im beruflichen Kontext, den man sich schon lange manifestiert hat, an dem man lange schon gearbeitet hat. Und nun, ja, hier bietet sich eine Chance, eine Möglichkeit, mit der man dann wirklich arbeiten kann. Vielleicht bist du auch hier, bringst du jemandem etwas bei oder zeigst jemandem etwas, weil du zum Beispiel richtig gut töpfern kannst. Und dann kannst du das einer Freundin oder deinem Kind, ne, irgendwie zeigen. Also hier können andere von deinen Gaben, von deinen Talenten profitieren und dafür wirst du auch gesehen. Mal ein Schlückchen Tee getrunken hier. Und die letzte Energie, Sonntag, The Empress, die Herrscherin. Ja, bei der Herrscherin geht es um die Reife, geht es um das Angekommensein und die Dame ist gefallen. Jo, die Dame bist du selbst, das heißt, du könntest dich hier verbundener, selbstsicherer und stärker denn je mit dir selber fühlen. Ne? Dass du den Eindruck hast, hier nährst du die Situation mit Liebe. Du bist sehr ruhig. Ne? Ich kriege dich sehr ruhig rein, ob du männlich oder weiblich bist, spielt dabei keine Rolle. Du bist einfach bei dir. Du bist mit dir sicher, du bist mit dir angekommen. Du fühlst dich einfach gut in dem, was du tust. Du bist hier, du könntest hier auch als weise Ratgeberin, als weiser Ratgeber agieren, ne? Jemanden den Weg weisen und sagen, höre auf meine Worte, ne? Und dass diese Energie, diese Fülle und auch diese Zufriedenheit, die du dann zum Ende der Woche verspüren darfst, kommt wirklich aus dir heraus. Also die ist auch unabhängig vom Außen. Und das ist das Schöne. Du wirst zum Ende der Woche merken, dass alles Glück der Welt, was du brauchst, in dir liegt und nicht abhängig ist von dem, was sich dir im Außen zeigt. Mit diesen Worten, liebe Waage, möchte ich mich verabschieden. Ich bedanke mich für dein Sein hier auf meinem Kanal. Schön, dass es dich gibt. Schön, dass du da bist. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin, alles Liebe, deine, eure Janina. Tschüssi.